Das heißt nichts, aber ich weiß nicht, ob es das noch woanders auch gibt. Und als wir das dann probiert haben und eingeübt haben und aufgenommen haben und auch ein Konzert gespielt haben, das ist wunderbar. Das sind so wunderbare Farben, die den Evangelistentext dann umspielen können. Ist unglaublich, finde ich. Die Art, wie Schütz hier diesen Gampenchor einsetzt, ist ganz besonders und ist auch absolut einzigartig. Ist tatsächlich, könnte man sagen, exotisch. Und ich habe versucht, Parallelen zu finden, andere Stücke, wo ein Gampenchor so eingesetzt wird, mit liegenden Harmonietönen. Und ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Und dann dazu noch mit dieser Anweisung, man soll aber ein bisschen passagieren. Das ist... nicht einmalig in der Musikgeschichte, aber es ist jedenfalls was man nicht oft macht. Und da einen Zugang dazu zu finden, dass man eigentlich natürlich harmonische Stütze ist, unter dem, sag ich mal, österlichen Rezitationston, und aber auch gerade mit den Verzierungen illustrieren soll. Ja? Das ist eine Herausforderung. Ich habe natürlich immer noch meine Freiheit, aber die Gampen haben auch die Freiheit, auf längeren Tönen oder wenn Akkorde kommen, die sie oder auch im Text mal die Sonne aufgehen zu lassen. Kommen Sie zum Grabe, da die Sonne aufging und trugen die Spezereien, die sie bereiten. Durch diesen Grundakkord, der ja immer eigentlich, also fast immer liegt oder immer wieder neu angespielt wird. Ja, vielleicht hat das hat irgendwas Archaisches, würde ich vielleicht sagen wollen. Ja, vielleicht auch was Mystisches. Wir sind wirklich dazu da, dem Erzählen zu dienen, also dem Lesenden oder eben Evangelisten eine Basis zu geben, die ihn aber auch inspiriert gelegentlich, denn so hat er es angelegt. Und hier ist es natürlich viel spannender, dass man das auch zusammenkriegt, dass nicht der Evangelist versucht zu gestalten und zu gestalten und zu gestalten und die Gampen versuchen es auch und es muss natürlich möglichst gemeinsam dann geschehen. Und siehe, es geschah ein Großerdbeben, denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab. Und ich meine, ganz viel liegt einfach im Text schon drin. Wie Schütz da ausgestaltet, wie der Engel vom Himmel auf die Erde herabkommt, wie der Engel den Stein vom Grab wegwälzt. Man sieht förmlich, wie der versucht, diesen Stein irgendwie wegzurollen. Und das sind tolle Stellen. Das ist Lautmalerei pur. Sein Kleid weiß als der Schnee. Ja, der Jesus in der Auferstehungshistorie, der ist ja im Alt und im Tenor geschrieben. Und die Altstimme macht bei uns eine Posaune. Das finde ich eigentlich ganz großartig, muss ich sagen. Weil da so ein bisschen, der Jesus kommt ja, läuft eigentlich durch die Welt und versucht allen Leuten
zu erklären, was passiert ist und zu verkünden. Und dazu passt eine Posaune eigentlich ganz großartig. Ist gleichwertiger Duettpartner, da steht genauso der Text drunter. Und das ist eine schöne Herausforderung, da einen ähnlichen Gestus zu finden, zu verstehen, an welcher Stelle man sich fugiert, also nacheinander einsetzt, an welcher Stelle man alles zusammen macht. Und an einigen Stellen sich auch in der Tat gegenseitig mit Energie befeuert. Wenn so eine Synkopenstellen kommen, da gibt es zwei Stellen eigentlich. Immer dann, wenn er sagt, dass er eigentlich was erklären wird oder dass die Jünger nach Galiläa gehen sollen, da selbst werdet ihr mich sehen oder werden sie mich sehen. An der Stelle ist der Rhythmus so verschoben von der Posaune von Jesus und bringt eine sehr, sehr große Energie da rein. Besonders mag ich eigentlich, mit welcher Sanftheit er die Leute anspricht. Also sowohl das seid gegrüßet, das ist so ein bisschen zu lang und dann kommt diese schöne Verzierung da hinten dran, das klingt unglaublich mild. Als auch Friede sei mit euch. Erinnert mich immer ein bisschen an Friede sei mit euch, die Bach-Kantate. Wenn man ähnlich einsetzt, und das ist auch noch auf dem D, es ist sehr ähnlich. Und obwohl der Evangelist danach sagt, dass Jesus auch ein bisschen ärgerlich ist, dass sie das nicht alles sofort glauben, ist es trotzdem ein unglaubliches, gütevolles Friede sei mit euch, wo man eigentlich schon sich vorstellen kann, dass die Hände so sehr offen sind und sehr einladend. Das ist sehr schön. Die Musik ist für mich in Fleisch und Blut übergegangen. Herr, hast du mich weggetragen? Hast du mich weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn haben. Ich finde das äußerst natürlich, wie das geschrieben ist und was sie sagt. Es ist extrem fragend und darin fast naiv und so verzweifelt. Sie will unbedingt wissen, wo Jesus ist. Wo ist er hin? Wo haben sie ihn hingebracht? Warum kann ich ihn nicht sehen? Warum kann ich das nicht wissen? Und sie erkennt ihn. Und das ist einfach unglaublich beeindruckend und herzzerreißend geschrieben. Das ist so staunend und auf einmal wie ins Leere, als würde man die Augen aufreißen und den Mund gleichzeitig und da ist es. Es ist einfach da. Sehr beeindruckend. Ich liebe viele Stellen in der Auferstehungshistorie. Eine zum Beispiel ist tatsächlich in meiner Familie auch ein geflügeltes Wort geworden, und zwar die Stelle, wo Jesus zu den Jüngern kommt und fragt, habt ihr hier zu essen? Das wird bei uns zu Hause ganz gerne mal am Tisch gebracht, dieses Zitat. Und ansonsten ist eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich die mit Kleophas und seinem Gesellen.
wo Jesus hinzutritt und sie erkennen ihn nicht und sie bitten ihn aber trotzdem, bei ihnen zu bleiben, denn es will Abend werden. Das ist eine der ersten schönsten Vertonungen dieser Stelle, dieses Textes. Ein sehr tröstlicher Text, finde ich. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Bleibe bei uns, bleibe bei uns. Auferstanden und Simoni erschienen. Das ist wirklich ein ganz fantastischer Chor und wie ich finde, für die weitere protestantische Musikgeschichte auch wichtig. Kunst in den Dienst des Wortes stellt, ja, dass er malt. Er malt alles, was im Text erzählt wird, in musikalischen Bildern und er tut es unglaublich eindrücklich, mit ganz viel Glauben und Religiosität, aber auch jenseits davon. Es ist unheimlich beeindruckend. Also wenn man einmal sich mit Schütz beschäftigt hat, wird man ihn nicht wieder los. Viele verbinden mit Schütz eine Trockenheit. Und was ich dazu sagen kann, wenn man sich die Auferstehungshistorie anhört, mit diesem unglaublichen Wechsel aus dem Gampenklang unter der Stimme und dann den Posaunen mit dieser Wärme, die dort die ganze Zeit dabei ist, da geht einem das Herz auf. Das hat nichts mit Trockenheit zu tun. Das ist pure Leidenschaft in ein Stück gefasst. Das ist absolut lohnenswert, sich das anzuhören. Gerade nach dem Karfreitag mit dieser wirklich so lamentierenden Matthäus-Passion, wo alles ganz kahl ist, wo, trotzdem wunderschön natürlich. Und dann kommen die Instrumente dazu. Und als sie das saget, wandte sie. Und es ist einfach so, so herzerwärmend. Man muss unbedingt Schütz hören, weil es energetisch ist, weil es super energetisch ist. Alle Linien folgen so einem bestimmten Ziel, alle Fugati feuern das noch weiter an und es gibt immer so diese eine Kadenz, wo alles hinstrebt. Das ist immer so bei Schütz. Und das ist so ansteckend, dass man eigentlich die ganze Zeit am Ball bleibt. Und passt natürlich auch super zum Text, alles ist super durchdacht. Ist eine ganz andere Form der Musik, aber nach so vielen Jahren Schütz muss ich sagen, finde ich das überhaupt gar nicht mehr als nackig, sondern sehe immer nur noch diese geballte Energie und die gefällt mir total. Das hoffe ich, dass das sehr viele Leute ansteckt. Mich hat es angesteckt. Victoria, Victoria, Victoria.